Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben heute von der CDU wirklich nichts Neues gehört, wie sie mit schutzbedürftigen Flüchtlingen, Geflüchteten in der Stadt aktuell umgehen, ist allgemein in der Stadt bekannt. Innensenator Herr Henkel und CDU haben vorsichtig ausgedrückt ein merkwürdiges Verständnis in Sachen Geflüchtete und Asylsuchende. Und nicht, Herr Henkel, dass Sie jetzt rechtliche Schritte gegen mich einleiten. Die Webseite des RBB vom 23.10.2015 ist folgende Aussage des Berliner Innensenators zu entnehmen. Ich darf an der Stelle zitieren, mit Ihrer Erlaubnis. So wurden im vergangenen Jahr in Berlin rund 9.600 Asylbewerber abgelehnt, aber den Angaben zufolge nur 602 abgeschoben. Das sind rund 6,3%. In diesem Jahr wurden bis zum 1. Oktober von 9.332 Abgelehnten 618 abgeschoben, ein Anteil von 6,6%. Damit liege Berlin schon jetzt über den Abschiebezahlen des gesamten Vorjahres, sagte Henkel. Also wir haben in der Bundeshauptstadt einen Innensenator, der ja von Amts wegen auch zur Einhaltung der Verfassung zuständig sein dürfte, rühmt sich damit, dass er die Zahl der abgeschobenen Schutzsuchenden erhöht hat, wenn das kein Skandal ist. In der gleichen RBB-Meldung wird übrigens auch der regierende Bürgermeister Müller zitiert. Ich darf vorlesen: Abschiebungen werden das Problem nicht lösen. Dazu kommen in der Masse viel zu viele Asylbewerber, so Michael Müller. Ich muss es zum wiederholten Male sagen, auch wenn Asylgründe nicht vorliegen sollten, gibt es berechtigte Gründe, diesen Menschen Schutz vor Verfolgung, Unterdrückung und Diskriminierung zu gewähren, wie wiederum mehrfach angeführt. Weisen zahlreiche Berichte von Nichtregierungsorganisationen auf die existenzielle Bedrohungssituation von Minderheitengruppen wie der Roma, Aschgali und Ägypter, insbesondere in Serbien, Mazedonien, Kosovo, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Albanien hin. Die Menschen in diese lebensbedrohlichen Gegenden abzuschieben und dann noch in den Wintermonaten ist unmenschlich. Und sehr geehrter Henkel, und das ist nicht der Auftrag unseres Grundgesetzes, nur so nebenbei: Auf dem Landesparteitag 2015 hatte die Berliner SPD einen Winterabschiebestopp gefordert. Besonders makaber ist die Entscheidung, das ehemalige Abschiebegefängnis in Berlin in eine Unterkunft für sogenannte aussichtslose Fälle umwandeln zu wollen. Welch eine Ironie, wenn es hier nicht um Leibe und Leben der Betroffenen ginge. Das Mindeste, liebe Kolleginnen und Kollegen, was der Berliner Senat machen muss, um dem Auftrag des Grundgesetzes zu genügen, ist eine gründliche Einzelfallprüfung. Übrigens wird das auch in Thüringen so vorgegangen, vor jeder Abschiebung vorzunehmen. Die Forderung der Antragstellerinnen und Antragsteller bleibt aber, aus humanitären Gründen einen sofortigen generellen Winterabschiebestopp zu für alle schutzbedürftigen Menschen ab sofort und in Zukunft ab 1. November eines Jahres bis einschließlich 31. März des Folgejahres zu erlassen. Herzlichen Dank.